Voll laut das Intro hier. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Spiel. Und zwar spiele ich Orcs Must Die 2. Nach StarCraft mal ein bisschen was anderes, was zum Entspannen. Ich sagte immer Terraner Must Die 2, ne? Ich spiele ja nicht mit Orcs, ich spiele mit gegen Terraner. Weil ich mag sie einfach nicht. Aber ich würde sagen, ich muss noch ein bisschen die Musiklautstärke runternehmen. Und ich mache mal gesamt noch ein bisschen leiser. Ja, Orcs Must Die ist so ein bisschen, ich habe einen Charakter, ich fange mal einen neuen an. Wir haben den Kriegsmagier oder die Zauberin. Nur der tötet halt gerne Orks, der ist zäh, also eher der Nahkämpfer, sie ist halt die Fangkämpferin, hat dafür viel, viel, viel mehr Mana. Ich würde sagen, wir nehmen mal ihn. Und das ist hier euer Rob, das bin ich. Ich schreibe ihn mal trotzdem groß. So, und dann können wir auch schon loslegen. Wir spielen erstmal die Story. Es gibt dann, wie gesagt, noch klassischen Modus, es gibt Endlos-Modus, man kann zu zweit spielen. Man schaltet dann im Zauberbuch neue Ausrüstung frei, neue Fallen, die kann man mit Schädeln noch upgraden. Oh, das werdet ihr alles gleich sehen. So, wir fangen jetzt einfach mal an eine Runde. Die Hilfe brauche ich jetzt unbedingt nicht mehr. So sollte es also enden. In der Falle. Umzingelt. Aller Macht beraubt. Ich hatte etwas Besseres verdient. Sie waren hinter mir her. Einst war ich ihre Königin. Jetzt würden sie meinen Untergang besiegeln. Echt doch plötzlich, wie aus dem Nichts, ein neuer Spalt. Er war anders, zerbrechlich. Ich spürte Macht aufkommen. Nur ein winziges Rinnsal. Nicht mal genug, um auch nur die Gedanken eines einzelnen Orks zu beeinflussen. Dennoch, der Spalt bot eine Fluchtmöglichkeit. Sobald ich auf der anderen Seite ankam, sah ich ihn. Also mich. Er stand direkt vor mir, mit diesem dämlichen Grinsen auf dem Gesicht. Dazu gab es nur eins zu sagen. Renn! So, und wie gesagt, wir haben hier oben rechts eine kleine Map. Hier kommen dann die Monster raus, die Orks. Gehen dann hier lang. Zack, 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 zack. Und gehen dann hier vorne durch. Das ist der Ausgang. So, hier kann nur ich lang gehen. Jetzt muss ich erstmal aussuchen, was ich also nehme mit für Pfeilen und Waffen. Am Anfang gibt es noch nicht so. Hier sieht man halt die Monster, ne? Zack. Jetzt kann ich die Pfeilen noch setzen. So, und dann machen wir noch ein bisschen slow. Und dann können wir auch schon die Welle starten. Ich kann selber noch schießen mit der Waffe. Mit Linksklick, normaler Schuss, mit Rechtsklick eine Granate. Und muss halt einfach nur die Terraner töten, ne? Also die Orks hier. Die Fallen brauchen immer, wenn sie ausgelöst wurden, ein bisschen Zeit, um sich zu resetten. Außer natürlich hier diese Slow-Fallen, die sind halt immer da. Aber wie gesagt, ich kann halt selber auch ordentlich umballern und viele Leute töten. Theoretisch könnte noch dieses Minenfahrzeug. Das war richtig schlau. Die Orks töten. Wenn ich jetzt runtergefallen bin, kriege ich natürlich nachher nicht volle Schädel als Entwertung. Weil ich habe jetzt Leben verloren. Oben rechts seht ihr das Leben, 17 von ehemals 20. Ich bin noch nie runtergefallen, keine Ahnung warum ich heute. So, wir müssen halt diese vier Wellen schaffen und dann können wir das nächste Level theoretisch spielen. Also war echt gut von mir, dass ich hier gleich mal runterknalle, echt toll. So, wir können noch mehr Fallen jetzt setzen. Wenn jeden, den wir umbringen, bringt uns Kohle. Die Wellen werden auch immer stärker mit der Zeit, aber wie gesagt, das erste Level, das ist eigentlich easy going, wenn man nicht runterfällt. Guck mal, Griff. Weil ich meine Maus-DPI so hoch irgendwie, es kommt mir so schnell vor. Naja, schauen wir mal, nächste Welle kommt. Wir wollen einfach hier noch ein bisschen weiter, falls wir mal bis hier hinkommen. Ja, wie gesagt, Rechtsklick, ne, diese schöne Granate, wenn ich genug Mana habe.
trifft theoretisch dann noch mehrere, wenn ich nicht nur einen treffe. So wie jetzt gerade. Zack. Und weiter. Immer einfach nur schießen, schießen, schießen. Halt einfach nur ein Spiel zum Entspannen. Einfach nur töten. Welle um Welle. Im Endspiel dann, da kann man so viel bauen, so viele Fallen, dann haben wir so viele Orks töten. Oder halt der Ranne. So. Und dann kommt noch gleich die letzte Welle. Die starte ich auch gleich, das ist egal. Ich habe genug Cash, kann dann noch übelst viele Fallen bauen. Später kann man da noch Barrikaden bauen, da müsste dann wirklich hier hinten lang gehen, wo das Kort kommt, dann kriegen wir immer so einen Kortschaden. So. Jetzt machen wir es mal vorne wieder ein bisschen was weg. Also so weit soll ich eigentlich nicht kommen. Und dann müsste es auch gleich so weit sein. Ich komme noch ein größerer Gegner. Hier kann ich mich doch gar nicht in diese Map. Es gibt doch hier Zwischenboss oder Endboss. So, das ist der letzte. Zack. Und da haben wir das auch schon geschafft. Wie gesagt, einfach nur töten, töten, töten. Dann kriegst du noch eine Endbewertung. Ich habe jetzt ein weniger, ne, weil ich einmal gestorben bin. Dann bekommt eine Belohnung, das sind Fallen und natürlich diesen Bonusschädel. Könnt ihr jetzt hier ins Zauberbuch gehen. Könnt ihr die Waffen alles upgraden. Man könnte diese stärker machen oder Unikate kaufen für die Waffen. Für die Fallen noch ein bisschen was. Man könnte die billiger machen oder dass sie schneller zurückgesetzt werden. Ich glaube, die konnte man billiger machen. Ja, der Preis wird gesenkt, genau, da wäre noch stärker verlangsamt. Ja, ne, wenn es euch gefallen hat oder wer Lust hat, kann auch gerne mit mir das Spiel spielen. Man kann auch im die Kampagne zusammenspielen als 2-2-Partie, ne? Einfach dann mal drunter in die Kommentare schreiben, ob ihr mitzocken wollt. Dann werde ich euch meine ID von Dings schicken, von Steam. Und bis dahin, tschüssi, euer Rob.